Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers. Mit dabei der gute Tommy und der gute Jester. Grüßt Hallo. euch. Wunderbar, genauso wie ich es wollte. Beide sagen gleichzeitig. So, Jester, was hast du vor heute? Ja, ich werde erstmal den, naja, unsere wunderschöne Uhr umbauen. Gut. Also heißt, du musst deinen Timer erstmal wieder für dich stellen. Alles klar, dann mache ich dann jetzt meinen Timer an. 30 Minuten ab jetzt. Gut. Okay. Das Tommy, mache ich ich. bräuchte deine Hilfe, denn wir wollen uns ein bisschen in den Asteroiden da reinbohren. Jo. Dass du dann einfach mal das Zeug, was wir brauchen, entweder in die Raffinerie tust oder ja, das noch so kriegen. Dafür gehe ich natürlich in die Innenperspektive. Also nicht wundern, Freunde. So. Denn wir haben hier vor uns Uran und da will ich ran. Ah, jetzt. Gibt's ja auch Schiff mit, wenn man Steine in der Luft fängt. Nein, leider nicht. Leider nicht. Wer? Die Steine so groß wie der Kopf. Ja, prima. Jetzt habe ich dich geärgert, bestimmt. Irgendwie kommen wir zu hoch. Das ist nicht schön. Vielleicht mal runterfliegen. Warte mal, der Müllaufsammlung. Ja, Müllaufsammler. Klar. Da ist er, Materialsammler. Osten an die Bank klatschen, oder? Oh. Ich kann durch den Asteroid kommen. Sorry. Bitte? Soll ich den hier draußen an die Bank klatschen? Ja, kannst du machen. Da kommt mal, dass er dann da ist. Jo. Irgendwie wird er den kleinen Stein nicht. Ja, so eine Bohrfolge ist natürlich die langweiligste Folge überhaupt für die Zuschauer. Also müssen wir uns was überlegen, wie wir das kompensieren. Eine Idee? Nein. Vielleicht mit Gesprächen. Hört sich doch gut an. Hat er jetzt das Eisen da nicht runtergenommen? Das Eis hat er nicht mit runtergenommen, weil da Ah, keine ja, Verbindung weil es herrscht. Eisen ist. Ich hab gedacht, ich hätte Eisen eingesammelt. Aber es war ja kein Eisen. Du mir jetzt den Steinbogen. Damit ist unser Sauerstoffausbau ein bisschen gesichert. Ja, ein wenig. Noch zu hoch, oder? Meist an mit Stein. War wegen der Steinschmeißer. Wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie Licht reinkriegen. Nur mal ein paar Stahlplatten und ein paar interne Herstellungskomponenten. Bitte. Mach ich sofort, wenn ich euch abgegeben habe.
Oh, unser Ost ist Uran. Was auch mal nicht durchrödelt. Nein, da musst du ja auch, Doch, mach doch. Bist ja in der Position, ich wollte schon gerade sagen. Also, ich denke mal, das ist kleiner Anzeigebug. Deswegen können wir zum Teil auch nicht rausnehmen. So. Stahlplatten. Hab ich schon. Das ist einfach nur die Herstellungskomponenten an die ans Gitter setzt und das und also die Lampen ans Gitter setzt und das einfach nur schweißt. Das Gitter können wir anschließend wieder abreißen, wenn es uns stört. Verstehst du? Ja, die Innenbeleuchtung. Genau. In welche Richtung? Dass wir einfach hier ein bisschen Licht reinkriegen. Und da ist die Richtung egal. Die Richtung ist erstmal egal. Da funktioniert alles. Wunderbar. Ich sammle mal die Steinchen hier ein. Soll ich die Beleuchtung noch umstellen? Wirklich nicht, oder? Schub mir nicht weg! Das ist doch der Schubser. Setz ich mir einfach meinen Helm ab. Das steht ja gar nicht da, wer die Beleuchtung gemacht hat. Das ist ja gar nicht, welche Blöcke das sind. Just a matter, warte, ich weiter bohren. Ja, ich hab hier nur gerade Fehler weggemacht. Weiß man ja gar nicht, welche. Nein, die müsstest du dann eventuell anflexen. Hier. Komm, hier, ich guck nach, welche kaputt ist. Und 4. Ich dachte, beide stellen wir so Radius. Der ist als nächstes. Der ist auf der falsch eigentlich gesetzt. Das ist egal, hat das ist gerade egal. So, du hast wird einen angeflext. Weißt du nicht. Und da ist 6. Ihr denkt, da ist auch einer angeflext. Der ist den Hüppel schon angeflexten. Sicher? Ja. Habe ich zwar nicht umbenannt, aber. Oh, jetzt ist hier erstmal Licht. Oh, der guckt an der Tür noch. Warum mache ich mir das? So umständlich, dass ich statt an der Tür am Gedingsdingsdings. Naja. Dann fragt man den noch, warum war das genau? Kann ich das jetzt nicht aufsammeln? Gehen wir mal in die Hocke. Wir sind schon im Uran. Das ist gut. Boah, ey. Läuft mir sicher. Wieder verläuft man sich. Bist du witzig? Wenn man in die falsche Richtung guckt, kann man denken, man verläuft sich. Ich
Also meine Vermutung ist, dass das Material, was hier in den kleinen Rauchcontainer drin sein soll, angeblich irgendwie nicht drin ist, eine Anzeigebox ist. Den kann man es auch nicht rausnehmen. Ne, stimmt nicht, da ist was drin. Das müssen wir den Fahrtcontainer mal zerlegen. Komplett zerlegen. Okay, dann warte mal, dann lehre ich immer so bald, wie es geht, mein Inventar. Ja, am besten noch was drunter bauen, dass, da drunter nicht weg kann. Die Raffinerie, ich weiß. Nein. Hier drunter ist nämlich nichts. Nix. Da, wo ich drin stehe. Okay. Hier drunter ist nämlich. Dann warte mal. Der kleine Fahrtcontainer. Ich hab ne Idee, was ich da hinbaue. Kannst du einfach eine Wand hinbauen? Was? Eine Wand einfach reichen. Nicht. Ne? Den Sammler? Nein. Ja, ja, den. Ja, ist das Teil. Da. Sicher. Okay. Wieso ist da in diesem Fahrtcontainer schon wieder was drin? Das war schon die ganze Zeit was drin. Ja, hab's rausgenommen. Wie? Ja, ich musste mich doch vorhin nur einloggen. Ist der Fahrtcontainer von mir weg? Okay. Weil wir wollten jetzt komplett zerlegen. Ja, komm, machen wir dennoch. Einfach zur Sicherheit. Nichts an hier. Ist nichts rausgefallen. Auch nichts hingefallen. Ja, nee, das war auch was anderes. Dann stellen wir rein auf. Warum brauchst du auch nicht? Vielleicht brauchst du einen Frachtcontainer, wenn du mit dem Schiff irgendwas vorhat. Weiß man ja nie. Danke. Will ich jetzt noch nicht dabei nehmen? Aber die ganzen Schweißgeräte und so. Nein, die Waffen und sowas, lass bitte drin. Irgendein Schweißgerät hab ich rausgenommen. Schweißflex und Rohr. Der ist da in der Kohlekammer? Was ist denn bei dir kaputt? Tommy, geh mal bitte an den Schaltpult und mach mal den, der jetzt nicht repariert ist, der rot angezeigt ist, mal auf Radius ganz hoch. So wie bei den anderen. Hast du schon angeflext? Nee, ich habe nur gesetzt. Nur gesetzt. Du bist aber rot in der Luft auftauchen. Das ist unvollständig. Ja, ist Nummer 8. Okay, Radio ganz oben. Gut. Wow, perfekt.
Brauchen wir eigentlich Silber? Ja. Ich meine jetzt gerade. Jetzt gerade nein, aber irgendwann später auf jeden Fall. Okay. Auf den Halbmonden, die bei uns sind, dort in der Mitte von denen. Ah, okay. Eisen und Uran auch. Ne, Gold sogar auch. Der ganz links hat Uran und Eis. Warum schmeißt mich mit Stein? Plus Eis. Der letzte, der hat von allen so ein bisschen so Max. Okay. Tommy der Erdwühler. Der was? Tommy der Erdwühler. Ich kann schon wieder rausgucken. Wo hier kein Loch ist. Zack, zack. Übrigens, was das Knallen vorhin war. Das war meine Maus. Ah ja. Ja, aber jetzt ein Junge mal ab und dann. Hopp. So auf den Schreibtisch geknallt. Und ich war ja auch richtig weggespült. Die Steine, die mir entgegenkommen. Den Stein auf Fallrinne. Auf Fangrinne. Schön, dass mein Inventar voll ist. Mining Carrier ist eigentlich nicht so doll geschützt, oder? Der hat eine normale Gatling drauf. Also eine Schiffs-Gatling. Außenwaffe. Aber nur eine, oder? Ja. Oh, Männer. Sauerstoffflasche will ich eigentlich wegtun. Ganze Sauerstoffflaschen? Ja, wieso ist das nur eine? Was ist die Sauerstoffflasche, Junge? Die kann man nämlich noch gebrauchen. Ja, die wollte ich in Dings reintun. In den Sauerstoffgenerator. Auch wenn sie schon voll sind. Kannst du mir auch noch sagen? Jo. Okay, danke. Kannst weitermachen. Müll, man geht rum, dreht euch nicht um.
Was L? Nix. Dann sag nicht L. Doch. Nee. Zack, zack. Dann noch mehr rum. So, hab ich jetzt alles? Nee. Wo jetzt? Autsch. Dann mal gucken. Wieso ist er tot? Ja, irgendwer hat mich weggebumst hat. Hm. Ey! Das war jetzt. Hast du es jetzt? Hat mein Charakter leer gemacht. Ja, ist doch gut. Irgendwer hat den leer gemacht. Das ist ja sicher. So, da kann man hier wieder Gatling reinpacken. Wie viele Sturmgewehre haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Sturmgewehre. Und maximal nur 3. Nehme ich den raus. Was man hat, hat man. Pack die mal hier oben in die Montageanlage. Oh. Einfach reinpacken, ich mach das dann. Ne? Das waren alle? Das waren alle. 3 habe ich drin gelassen im Container. Bei 3 brauchen wir ja nur mal gemacht. Oh, somit brauche ich nicht in die Krühe kommen gehen. Was ist da denn jetzt? Also der Klappbutton bin neu. Der Sauerstoff dann umgeleitet wird. Sei es. Das mal bitte fertig. Jo, mach ich. Und wieso liegen hier die Materialien? Die was? Drin? Welche Dinger? Warum die Eisenbarren und so weiter und so fort hier drin? Weiß ich nicht. Wir haben hier doch gar nichts zu suchen. Ich hab sie definitiv nicht reingenommen. Ich vergesse, was ich brauche. Motoren, kleine. Wenn überhaupt, können wir die da drin lagern. Kleine. Motoren. Aber definitiv. Angeschlossen. Gut. Und funktioniert sogar alles. Leuchtet gelb. Was macht das gelbe Licht? Das zeigt, dass es verbunden ist. Nein, es leuchtet gelb. Genauso wie das blaue Licht. Leuchtet blau. Rambo. Da kann man das raustun, das raustun. Oh,
Lol, es gibt sogar einen Köder. Ja. Ist da auch neu drin? Nein, den gibt's schon lange. Gut, also wir haben definitiv noch Uran zum Fördern. Ja. Das haben wir jetzt auch erstmal genug. Ja. Aber jetzt stand bei mir gesichert. So. Jetzt brauchen wir noch eine Leitung. Vernehmbar. Oder nicht, auch keine Ahnung. Hä? Was, wieso? Achso, dein Schiff sammelt ja das Uran ein. Ja, ja. Automatisch. Ja, das können wir dann so nach und nach. Ja, umstellen dann. In der manuell rausnehmen, oder? Hm. Und später. Wenn wir hier eine Raffinerie und Assembler stehen haben. Genau. Und das dann darüber alles leiten kann. Aber irgendwie sieht es nicht schön aus, dass dort die Tür so ein Stückchen ausguckt oben. Also mich stört das ehrlich gesagt nicht. Ich aber. Anderen könnte es stören. Dann soll ich sonst mal die andere Tür einbauen? Ich muss erst mal gucken, wie viel Platz ich brauche. Überhaupt was hier einbauen zu können. Kommt mir drauf an, was du hier alles einbauen willst. Auf jeden Fall erstmal eine Luftschleuse. Na, ich würde es auch nicht mal schnell machen. Von den Materialien her müsste das ja hinkommen. Was denn jetzt? Ja, umbauen. Ich will eine andere Tür einbauen. Ja, gut. Jetzt war zwar die Tür am liebsten, weil die nämlich eine Gefahrenstür aus nach einer Gefahrenstür aussieht, aber okay. Achtung, kein Sauerstoff zum Beispiel. Eine Stille. Sind alle schwer konzentriert. Ja, normal. Ja, nicht, dass ich die. Kann ich hier nicht aufbringen. Nicht, dass ich die Zuschauer. Ja, die schwere Stille, die hatten wir eben auch schon gehabt. Muss man halt oben einen anderen Block gehen. Weil die anderen Türen, die passen hier nicht in die Anker in dem Sinne rein. Sondern gucken über. Wie auch sozusagen das Warnhinweis haben. Hm. Wie schon gesagt, mich stört's nicht. Um mich ein bisschen. Naja,
sieht mir so komisch aus. Dann kann man ja oben eine andere Platte hinsetzen. Jessa, die sollten noch nicht geschweißt werden. Ja, nur den oberen hier. Oh. Ja, dann haben wir ja schon wieder Feierabend, so wie es aussieht. Jo. Ja. So. Würde ich jetzt mal sagen. Abmoderation. Juhu. So. Ein. Halt, falsche Richtung. Da ist bald runtergefallen. So. Wie die drei von der Tankstelle stehen wir hier. Die drei von der Tankstelle. Das ja, gut. Die neue Serie. Die drei von der Tankstelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls nicht. Das zeige ich nochmal nicht. Lass einen Kommentar. Aber falls doch, dann ein auf. Genau. Ja. Falls nicht, lasst einen Kommentar da, denn mit einem einfachen Dislike ist uns nicht geholfen. Tommy, willst du noch was sagen? Ich grüße erstmal alle Zuschauer, alle spontanen Zuschauer, alle Abonnenten. Die spontane Abonnenten übernimmt Chester. die Community auf jeden Fall. Viele liebe Grüße an Bloody, der uns den Server zur Verfügung stellt. Genau. Ja, und wie gesagt, Dorian hat das vorher kennen schon gesagt. Chester? Ich schließe mich nur an. Du schließt dich nur an. Na gut. Okay. Da ja Tommy schon alles gesagt hat, würde ich sagen, man hört sich. Man sieht sich. Man liest sich. Ciao. Ciao.